Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum 13. Teil zum Bau meines Microscale Berlins. Ich baue Berlin auf 4 Quadratmeter Fläche im Maßstab 1:1250. Jetzt erstmal City Ost, eventuell später noch Richtung City West, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. In der letzten Folge habe ich euch gezeigt, dass ich hier Nikolaiviertel, die Spreeinsel fertig gemacht habe und hier auch den Bereich komplett gebaut habe. Und für diese Folge habe ich mir vorgenommen, den Bereich hier, auf jeden Fall den Molkenmarkt, der geplant ist in Berlin, ab 2029 zu bauen, weil momentan ist die Straßenführung ja noch hier, zu bauen. Das möchte ich auf jeden Fall umsetzen und wahrscheinlich sogar schon die komplette Höhe anpassen, damit wir dann auch nächstes Mal hier schon den Alexanderplatz direkt bauen können. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, was sie hier machen, denn sie wollen so ein bisschen Altstadt-Flair auf neu machen. Finde ich soweit erstmal ganz in Ordnung, weil vorher war wirklich hier sehr viel toter Raum. Und außerdem kommen hier noch zwei Kirchen hin. Eine Ruine gehört dazu. Das wird wahrscheinlich auch noch sehr, sehr spannend werden, das umzusetzen. Erstmal kommt da eine ganz primitive Arbeit. Wir setzen einfach zwei Plates immer übereinander und darauf kommt dann auch nochmal eine Fliese. Das ist letztendlich einfach das Stand der ganzen Platten, weil ihr könnt ja sehen, ich baue ja jetzt nicht einfach in normaler Baurichtung, sondern es ist ja alles schief. Deswegen brauche ich erstmal einen Untersatz auf der Platte unten drunter. Auch ein bisschen unter die bestehende Anlage reinsetzen. Kurz die paar Fliesen drauf und dann ist das ganze Ding auch fertig. Manchmal muss man auch Sachen abreißen, um vorwärts zu kommen. Ich habe jetzt hier erstmal den kompletten Bereich erstmal hier kurz abgemacht, weil das fußte hier alles auf den normalen Stein. Die sind aber damit eine Plate zu hoch und deswegen hat es so ein bisschen gewackelt, weil hier habe ich ja quasi nur zwei und eine Fliese. Das wäre da quasi ja drei mit Noppen, das wäre zu viel. Deswegen hat es gewackelt, deswegen musste ich den kompletten Bereich jetzt erstmal hier abmachen. Hier seht ihr zum Beispiel den Bahnhof Alexanderplatz. Einzeln separat, der Fernsehturm steht momentan auch nicht dort. Den habe ich mal kurz hier hingeparkt. Fun Fact, der sollte ja eigentlich ursprünglich ja gar nicht an der Stelle stehen, sollte ja eigentlich in Friedrichshain stehen. In Volkspark Friedrichshain sollte eigentlich der Fernsehturm stehen. Das ist erstmal soweit fertig. Denn ich habe jetzt hier angefangen, auch diese Platte. Einfach nur Plates zueinander gestapelt, ne? Mehr ist es nicht. Als Grundlage zu machen für den Molkenmarkt und alles, was dazu gehört noch. Hier würde ich auch noch alles abreißen, weil da kommt ja jetzt eine Allee hin. Und dann machen wir es einfach mal. Weil wir die Allee haben, brauchen wir natürlich auch eine Mittelinsel. Deswegen setze ich hier Jumper Plates ein, damit wir letztendlich zwei Spuren haben. Einmal im Rathaus und dann gegenüberliegend. Die Straßenverbindungen sind auch da. Dann die doppelten Jumper, da kommen noch Bäume rein, die bereite ich jetzt vor und setze die alle nochmal rauf und fummel ein bisschen rum. Dann haben wir gleich einen wunderschönen Grünstreifen, bringt auf jeden Fall ein bisschen mehr Farbe rein. Und damit steht der Fernsehturm erstmal wieder auf seiner Position. Ich habe jetzt hier den ganzen Bereich hier mit Plates ausgelegt, habe die Kante direkt an der Spree auch so ausgeprägt, circa wie es sein wird, zwei, drei Sachen dann wahrscheinlich nochmal anpassen. Diese Kante hier, die habe ich bewusst so gemacht, weil das ist ja ein Modul, das muss ich irgendwie transportieren können. Das hier wird nochmal ein separates Modul, das kommt quasi einfach rangebappt hier, einfach an der Linie. Ich hoffe, das klappt soweit, ich werde es erstmal rausfinden. Als nächstes, bevor ich jetzt das hier mache, würde ich erstmal hier diese Lücke ausfüllen. Was ist da? Das Kubiks Kino direkt am Alexanderplatz und das Motel One. Ich zeige es mal kurz nochmal am Computer, wie das aussieht. Denn das möchte ich natürlich erstmal fertig kriegen, bevor wir hier anfangen, das alles auszufüllen. Und da sind wir. Also das ist der ganze Bereich jetzt hier, den wir auf jeden Fall bebauen werden. Das sind die ganzen Platten. Und das ist der Platz, der momentan auch noch frei ist. Da kommt das Kubiks Kino hin und das Motel One. Das Kubiks soll ja umgebaut werden, abgerissen, was auch immer. Weiß aber noch nicht, was genau was da hinkommt. Deswegen kommt es erstmal so, wie es ist, dahin. Und dahinter ist das Motel One. Das kommt natürlich auch dran ran. Das machen wir jetzt als nächstes.
Wir starten mit dem Kubiks und wie auch schon der Name sagt, ist es an sich ja eigentlich nur ein großer Block, ein Cube. Und der hat eine große Glasfassade. Hinten befinden sich dann die ganzen Kinosäle. Ist eigentlich ein relativ simpler Bau, ist natürlich nur ein Block. Gott sei Dank auch mal eine gerade Fläche, die man hier einfach einsetzt. Hat vorne unterschiedliche Höhen der Fenster, deswegen auch immer mit unterschiedlichen Plates-Höhen. Also wir haben unten Dreier, dann haben wir Schwarz, dann haben wir eine Reihe wieder mit den Trans Blue, dann zwei. Und oben habe ich erst mal was falsch gemacht, habe es nochmal angepasst, weil das hat da so eine Mitte. Und das wollte ich auf jeden Fall auch dann darstellen, deswegen habe ich es nochmal angepasst gehabt. Ein paar Jumper Plates und dann ist das Kubiks auch schon soweit fertig. Als nächstes dann das Motor One, erstmal unten das Erdgeschoss mit M1 Bricks in Trans Black. Darüber eine Schicht Plates gelegt und dann habe ich angefangen mit Brick Modified und Grills an den Seiten die Glasstruktur oder die Fensterstruktur anzufassen, einmal ringsrum. Hat eine Art Innenhof, das werde ich auch nochmal anpassen am Ende. Aber man sieht auf jeden Fall die Struktur und ja, für die ganzen Monks, das wird alles mal glatt gemacht, aber es geht erstmal um die Konstruktion, ob irgendwo alles funktioniert. Dann kommt da noch der Aufbau drauf. Darüber jetzt nochmal kurz einreißen für den Innenhof. Und fertig. Nachdem ich nach dem Speedbuild doch noch so ein paar Sachen gerade hier beim Motor One angepasst habe, bin ich nun fertig mit diesen zwei Gebäuden direkt hier am Bahnhof Alexanderplatz. Den Kubiks hier ist halt ein Kubiks, ne? Ist halt nichts Besonderes. Schwarz, bisschen Fenster, Dach, fertig. Und dahinter das Gebäude von Motion, sage ich. Motor One. Das steht hier so drauf. Habe ich so draufgepackt. Ist letztendlich auf zwei Sachen drauf. Das ist das jetzt erstmal. Damit wir diese Achse erstmal hier fertig haben in dem Bereich. Das passt für mich soweit. Die Allee hier, die neue, die ja auch gerade gebaut wurde, die steht jetzt auch schon hier. Bisschen grün in dem Bereich. Und jetzt können wir uns Gedanken machen, wie die Straßen hier verlaufen. Denn das fehlt noch heute. Das machen wir jetzt einfach mal. Natürlich ist es nur ein Provisorium. Es geht wirklich nur darum zu sehen, wie die Straßen verlaufen werden, wenn wir dann nachträglich die Wedge Plates und andere Platten einbauen, damit wir wirklich die fertige Struktur haben. Mir fehlen leider heute die Wedge Plates, deswegen machen wir danach weiter mit einem anderen Gebiet, nämlich mit der Bundesdruckerei. Aber erstmal hier das Fertigbauen. Jetzt werde ich mal dieses Gebiet hier, diesen Block, da sitzt die Bundesdruckerei drauf. Die werde ich jetzt machen und ihr seht hier schon, das liegt ja immer ein bisschen tiefer dadurch, einfach, dass wir mit diesen Wedge Plates arbeiten und deswegen müssen wir ein bisschen aufbocken. Das heißt, ich werde ein bisschen hier Plates setzen müssen, damit wir hier vorankommen. Das ist das Gebiet, was wir jetzt erstmal bauen. Da befindet sich die Bundesdruckerei. Und als allererstes habe ich erstmal über Google Maps die Gebäudestruktur genommen und einfach erstmal übertragen. Das heißt, das ist natürlich kein finales Design. Es geht hier nur darum, wo sitzen hier die Gebäude und wo muss ich wirklich Detailarbeit setzen? Wie ist die Schräge? Wo muss es positioniert sein? Damit ich das so ähnlich hinbekomme wie im Original. Und das sieht dann so aus, ziemlich primitiv natürlich, aber es erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, damit ich dann dort Stück für Stück, das heißt Gebäude für Gebäude, Struktur letztendlich, genau die Farbe und Form des jeweiligen Gebäudes bauen kann. Ich würde aber mal sagen, an die Arbeit. Einige Stunden später sieht das dann so aus. Auf jeden Fall ein unfassbar spannender Block hier mitten in Berlin. Dort befindet sich ja die Bundesdruckerei. Ich habe mich jetzt nicht mit beschäftigt. Ich gehe mal davon aus, dass sie einfach jetzt wirklich über die Jahre gewachsen ist, weil es ist schon wirklich komplett organisch,
wie hier aus allen Bereichen letztendlich irgendwie was rauskommt. Das ist schon mega spannend. Was jetzt natürlich noch fehlt ist, also die sind teilweise noch gar nicht fest drauf, die ganzen Blöcke hier. Was jetzt noch fehlt, ist der Untergrund natürlich. Ansonsten noch ein paar Bäumchen und Parkplätze. Und dann haben wir diesen Block. Ich glaube, ich habe jetzt 3,5 Stunden hier dran gesessen an jedem Paar. Ich meine, die Fläche ist so groß wie meine Hand. Es ist auf jeden Fall deutlich aufwendiger als jetzt zum Beispiel jetzt einfach hier, auch wenn er hoch ist, so ein Hochhaus. Deswegen freue ich mich einfach, wenn der Block hier fertig ist, denn in die Richtung kommen dann eher Plattenbauten und sehr viel Grün. Das geht dann deutlich schneller. Und da ist der Block nun endlich fertig. Nach 6,5 Stunden circa habe ich den kompletten Block hier, das heißt die Bundesdruckerei und andere Gewerbehöfe, sind jetzt hier soweit fertig. Ihr könnt sehen, es hat schon sehr viele unterschiedliche Strukturen hier. Gerade in der Mitte auch sehr viel los. Sieht aber soweit ähnlich aus wie das hier. Gut, man kann es schwer erkennen natürlich jetzt gerade. Aber die Struktur ist auf jeden Fall gegeben hier an dem Bereich. Weiter geht es jetzt mit der Erweiterung hier auf der Seite. Es sind letztendlich Gebäude wie die hier. Und dann geht es auch hier weiter. Als nächstes habe ich jetzt diesen Block hier zwischen der Oranienstraße und Alten Jakobstraße. Den habe ich jetzt fertiggestellt. Ihr könnt sehen, viel Backstein auch zu sehen. Interessant ist auf jeden Fall auch hier das. Das ist eine Straße, die lang führt. Ich habe die jetzt aber eher so als absolute Nebenstraße wahrgenommen. So wird es jetzt auch gestaltet. Und jetzt steht so einfach mal hier. Da ist jetzt der Block. Sieht eigentlich doch sehr ähnlich aus zu dem Vorbild. Der ist jetzt erstellt und ihr könnt schon mal sehen, zwei Blöcke sind jetzt hier schon mal fertig. Aber da, den großen Block, da kommt sogar noch mal ein Hochhaus hin. Da müssen wir recherchieren, was für ein Hochhaus es ist. Das kommt noch dahin. Also nicht genau das, weil es nur ein Dummy ist. Den mache ich noch mal schön. Und dann bauen wir das fertige Gebäude. Das heißt, Two Towers oder L51 mit Bügelperlen werden die zwei Platten miteinander verbunden bei der Seiten. Und dann wird das alles schön gemacht mit Grills und mit Tiles und damit so ein Technikelement. Und dann haben wir ein schönes neues Hochhaus. Diesen kleinen Block hier an der Ecke habe ich jetzt auch fertig gemacht. Der sitzt auf Hinge Plates, damit er diese Form, diese Struktur hinbekommt. Ist jetzt nicht das krasseste Konstrukt, aber erfüllt auf jeden Fall den Zweck. Und hier habe ich ja gesagt, baue ich noch das Hochhaus. Das habe ich gemacht. Das Spannende daran ist auf jeden Fall auch diese Lücke hier. Das sieht auch im Original so aus. Habe ich hier mit Bügelperlen fertig gemacht, damit ich auch diese Dicke nur so hinbekomme. Kann man zusammenstecken wieder und raufsetzen. Ich würde sagen, da haben wir heute schon ordentlich was wieder geschafft. Nächstes Mal, ich gucke mal, ob ich es hinkriege, die Wedge Plates zusammenzukriegen. Ansonsten geht es nächstes Mal hier weiter. Und jeder weiß, was da hinkommt. Der sagenumwobene Alexanderplatz. Den werde ich als nächstes formen. Da habe ich auch mega Lust drauf, das zu machen mit diesen Gebäudenstrukturen und mit der Weltzeit. Oder auch natürlich, das kommt darauf. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da, aktiviert die Glocke, kommentiert, was alles dazu gehört. Ansonsten würde ich sagen, ihr kennt das Spiel, ihr seid die Besten. Bis bald, euer Gary. Ciao.